Hey, hallo Falk. Hallo Simon. Text lasse ich wieder da. Hallo liebe Zuhörer. Wir müssen erstmal wieder reinkommen in den ganzen Flow. Schon ganz vergessen, wie das hier alles geht. Nach dieser langen, langen Zeit ist das jetzt mal ja, der erste Tag, wo wir weiterspielen, ne? Ich dachte, die Spiele hatten mehr Grafik. War ganz erstaunt, dass da nur Text stand. Ganz vergessen. Ja, also für euch, liebe Zuhörer, ist der Sprung nicht ganz so groß. Wir spielen immer noch den telematischen Typewriter. Die Pionierin und die Tragödie des telematischen Typewriters. Genau, genau. Und für uns sind hier Monate dazwischen. Wir müssen uns das mal wieder eingrooven, ja. Aber es geht immer noch um Gracehopper, immer noch um dicke, fette Rechner und um den Wattenberry, der ein Computerspiel auf diesem Computer gespielt hat und damit irgendwas versaut hat. Das witzigerweise Hunt heißt. Ja. Nämlich, jetzt kann ich dir sagen, nach vielen Monaten, das ist das neue Spiel, was jetzt mittlerweile angekündigt wurde von uns, an dem ich arbeite. Also indirekt. Ja, also es ist kein Engine-Seite. Also beruflich meine ich jetzt. Natürlich. Also ihr macht jetzt seit neuestem Text-Adventure auch? Genau. Also wir machen Hunt Teil 2. Sehr gut. Nein, nee, das Quatsch. Wird ein super geiler Shooter. Aber der heißt halt auch Hunt. Hatte ich mich gar nicht erinnert, dass das so war. Was ein Zufall. Ja, und ich habe auch noch mal ganz kurz nachgeguckt. Ich glaube, dass diese ganze Geschichte mit dem Rottenberry, die ist erfunden. Also ich hatte zumindest noch mal in Wikipedia geguckt und Gracehopper und sowas. Da stand nichts davon, dass ihre Karriere beendet worden wäre, weil hier der Typ da Computerspiele gespielt hat. Ich wollte gerade sagen, also vielleicht ist gerade das, also dieser Strang der Geschichte eben wirklich der Erfundene. Ja. Aber dafür ein anderer eben nicht. Und genau, und zwar die gesamte Geschichte um Gracehopper und diesen ganzen Rechner und so, die ist sehr wahr. Und auch, dass du letztens gesagt hattest, war nämlich wahr, dass die Frauen als Computer galten oder die Männchen, die die Rechner bedient haben, als Computer galten. Und haben Was? Wir das schon nee, in der nee, letzten nee, Episode nee, gesagt? Nee, nee, nicht die Leute, die den Computer bedient haben. Vor den Computern wurden Menschen als Computer bezeichnet, die Rechenaufgaben, also große Rechenaufgaben vollbracht haben oder gemacht haben. Ja. Also es gab Ach ja so. Riesengroße, weiß ich nicht, Räume oder Hallen, ich weiß es nicht, in denen halt Menschen saßen und halt riesengroße, mehr oder weniger komplexe Rechenaufgaben gemacht haben. Weil Wirtschaft gab es ja schon, weiß ich nicht, in den 20ern, aber eben halt keine Computer im heutigen Sinne. Und da mussten halt, weiß ich nicht, irgendwelche, ich habe keine Ahnung, aber ich könnte mir gut vorstellen, halt irgendwelche wirtschaftlichen Vorgänge und Zusammenhänge berechnet werden. Weiß ich nicht, wenn 1 Million Tonnen Baumwolle aus den USA über England, Frankreich und hinter Posemuckeln in Hamburg ankamen, dann mussten da wahrscheinlich diverse Sachen prozentual und weiß ich nicht, Abgaben hier und Steuern dort berechnet werden. Und Aktien gab es ja auch schon. Gab es genug zu rechnen. Und meines Wissens wurden diese Menschen als Computer bezeichnet. Nicht die, die Computer bedient haben. Ah ja, genau, ich hab's hier. Genau. Der deutsche Begriff Rechner wird bis heute benutzt, auch für Menschen, die etwas rechnen. Und früher, genau, der englische Begriff Computer ist abgeleitet von dem lateinischen Computare. Genau, und bezeichnet ursprünglich Menschen, die zumeist langwierige Berechnungen vornahmen. Zum Beispiel für Astronomen im Mittelalter. Gut, habe ich die schlechten Beispiele gehabt, aber und habe es auch deutlich länger beschrieben, aber mei, so bin ich halt, gell? Aber worauf ich jetzt nochmal hinaus wollte, ist, das hatten wir, glaube ich, nicht besprochen in der letzten Begrüßungsepisode. Und zwar haben wir über dieses ganze Thema Fraueninformatik, warum am Anfang sehr viele Frauen genau diese, also die Bedienung der Rechner übernommen haben und warum das dann sich gewandelt hat zu einem sehr männerdominierten Bereich der Industrie. Das haben wir da nochmal ein bisschen besprochen. Und das könnt ihr dann auf textlastig.com finden, die Episode über Informatik. Also das ist ein Game Dev Podcast, Spieleentwickler Podcast, aber diesen Teilbereich könnt ihr euch ja dann anhören, falls euch das interessiert. Jetzt hast du hast, glaube ich, die ganzen Podcasts, also die zwei, die wir zusammen machen, durcheinander gebracht. Ich glaube,
du meinst wirklich Game Dev Podcast, glaube ich, davor hast du textlastig.com gesagt. Na genau, weil auf textlastig.com in den Shownotes werden wir dann auf den Podcast, auf den Game Dev Podcast verlinken, damit ihr das schön finden könnt. Oh Gott, okay, jetzt verstehe ich es auch. Alles klar. Genau. So, und jetzt können wir mal weiter zum Spiel kommen, würde ich sagen. Wir sind hier schon 3 Stunden und, ne? Also, nochmal ganz kurz zusammenfassen für alle, die auch eine längere Pause hatten. Wir haben den Rottenberry denunziert, also wir haben den General angerufen und haben gesagt, hier, pass mal auf, der Rottenberry, der hat hier ein Spiel gespielt, das kann so nicht sein. Und daraufhin sind wir dann, gab es einen Zeitsprung und wir haben uns in einem Museum wiedergefunden. Und dort haben wir dann Bilder angeguckt und eine Geheimtür gefunden und waren mit unserer Frau da und da war ein Mammut. Und in dieser Geheimtür war dann irgendwie so ein Bild, auch von dieser Grace Hopper oder von dem Computer. Und da kam dann so ein Text, ja, bla bla bla, hier, Karriere beendet, irgendwas. Und jetzt versuchen wir dasselbe nochmal, nur dass wir eben, naja, dass wir das irgendwie auflösen, dass die Karriere nicht beendet wird. Und wir hoffen. Also gut, das wissen wir nicht. Was wir gerade probieren, ist, das Spiel von dem Rottenberry zu spielen. Genau, wir spielen jetzt ein Spiel im Spiel. Das haben wir das letzte Mal gestartet schon und sind 1-2 Schritte gegangen. Und das machen wir jetzt weiter. Mal gucken, wie es weitergeht. Genau, wir sind im 2. Raum, sehe ich das richtig? Ja, so. Nee, warte mal. Hall of Fame, erstes Mal sah weiter sind wir zur First Bridge. Und jetzt sind wir in der Snow White Cave. Technisch gesehen sind wir im 3. Raum. Also, Snow White Cave. The ground is covered with thick layer of ice and snow. Bones are protruding from below and an icy wind from west strikes your skin like a million of sharp daggers. Ja, klassischer Winter in Berlin. Anmerkung der Redaktion. A bridge leads north across a lava stream deep below, but it und Zeichen RS kuss broken and you see not way to cross it. Was? Das ist für Englisch. Aber das eine Wort, ist das bei dir auch kaputt oder ist es nur in meinem Interpreter so? Bei mir steht but it's broken. Echt? But. Also da steht halt it, okay, und dann Hochkomma TS. Nee, aber, ja, genau. Und das Hochkomma wird bei mir wahrscheinlich von meinem Interpreter als Käse interpretiert. Also bei mir steht aha. IT und dann das kaufmännische und RSQUOS. Ah, okay. Was? Nee, bei mir steht it's broken. Okay. Ich würde gerade sagen, das ist dieser HTML Key, aber ich glaube, das ist auch falsch. Ich weiß es nicht. Okay. Also es ist broken, diese Bridge. But it's broken and you see no way to cross it. Okay, da ist ein T zu viel. Alles klar. Cool, wir können nur nach Osten, nach Westen gehen. Ja, okay. Was mein Problem jetzt gerade ist mit dem Spiel. Ja. Wir müssen ja, weil es ja ein Spiel im Spiel ist, immer sagen, drück und dann die Taste. Ja, stimmt. Das heißt, müssen wir jetzt auch drück und dann ganze Worte eingeben? Obwohl, nee, das stimmt nicht. Nee, ich glaube, drück. Nee, warte mal, bei mir geht das, glaube ich, so. Also, wenn ich jetzt mal eingebe, also zum Beispiel. Ich habe vorhin W eingedrückt und da stand da, du kannst nicht in diese Richtung gehen. Offensichtliche Ausgänge führen nach drinnen, zurück zum Computerraum und draußen zur Eingangshalle. Erst als ich drück W gemacht habe, hat sie ja im Spiel quasi die Taste auf dem Gerät getippt. Exakt. Jetzt ist die Frage, müssen wir auch drück W machen, um komplexe Rätsel in diesem Spiel zu lösen? Oder ist das Spiel gar nicht gedacht, so komplex gespielt zu werden? Ja, das werden wir mal rausfinden. Ja, weil wir können ja jetzt nur nach Westen und Osten zurück. Also nach Osten zurück oder weiter nach Westen, wo halt die Bridge ist, die aber kaputt ist. Ah nee, die Bridge ist im Norden. Deshalb. Genau, die Brücke, also direkt geradezu ist die Brücke aber kaputt. Wir können nach links und nach rechts gehen. Nach Osten Bahnbau kommen wir ja her, also würde ich sagen, drück W, ne? Genau. Wir können nur nach Westen gehen und dort. Icy platform. The ice here is even thicker than in the Snow White Cave and something odd seems to be covered by the ice. You are standing on a slippery platform surrounded by a deep chasm. Oder chasm, weiß nicht. You can either go back to the Snow White Cave east or try to enter a stony passage to the south or try ascending a narrow passage. Okay. Okay, a stony passage oder ein narrow passage? Also willst du steinig oder willst du eine enge Passage langlaufen? Oh, das ist alles so kompliziert. Ich wollte eigentlich eine Karte malen, aber es funktioniert gerade nicht. Ja, dann
warte, wir waren in der Hall of Fame. Von der Hall of Fame ging es dann nach Westen zur First Bridge. Zur Snow White Cave, ne? Genau. Nein, zur First Bridge erst. Danach kommt die Snow White Cave. Das ist kompliziert. Naja, okay, ich würde sagen, wir gehen zum steinigen Weg. Steinig okay, Weg das gut. Heißt also, wir gehen Süd, also drück S, richtig? Korrekt, Alter. Stony Passage. The ground is wet and a faint smell of fresh air comes from somewhere. You can follow the passage to the east or go back to the icy platform north. Na klar, dann gehen wir mal weiter, woher der Osten, oder? Schnuffelwind kommt. Bei mir steht immer das Gleiche. Nee, stimmt gar nicht. Stony Passage. You take the passage to the east, a narrow and stony way, and the smell of fresh air is now stronger. You crawl further on your knees. The way is too narrow to turn back. Mhm. Quite a few meters to the east, you spot a bright hole. Auch nicht schlecht. Wir haben nur eine Möglichkeit, Osten zu gehen. Richtig? Naja, also ja, also da steht es halt da, dass das ein Ausgang ist. Mal gucken, wo wir jetzt ankommen. Das stimmt, genau. Nee, das stimmt nicht. Es steht die ganze Zeit immer so da. E-Taste. Das sind die Exits aus dem Raum. Ach so, ja, stimmt. Simon, das okay. Ist nur genre-typisch. Und wir in der 215. Folge. Ist nicht so schlimm. Man lernt immer was dazu. Nochmal. Stony Passage. You crawl to the edge of the bright hole. It opens into the Hall of Fame, which lies a few yards below. Hm? Aha. The only way out is to jump down. Oh. Also ist das ein doofer Kreis. Ja, naja, gut. Aber warten wir mal ab. Vielleicht wären wir ja zertrümmert beim Runterspringen und dann ist das Spiel auch zu Ende. Aber das gibt mir jetzt nochmal die Chance, hier nochmal eine Karte zu malen. Also Hall of Fame. So, jetzt gehen wir wieder. Wohin gehen wir? Nach Westen. Zum genau. Westen. Wie ich schon sagte, ist das der Raum der First Bridge. Genau. Wollen wir es nochmal durchlesen? Nee, ne, oder? Also vorlesen? Also das ist, you're standing, nö, on, an, ist ja auch standing on a narrow bridge. Below is a ravine, dark and bottomless. West lies a snowy white cave, a snow white cave, and you can go east back to the first cave. Okay, also wie immer, ne, Westen. Jetzt sind wir, wie gesagt, in der snow white cave. Warum will ich immer snowy sagen? Naja, soll ich auf dich warten oder soll ich vorstürmen? So, ja, ich bin hier beschäftigt mit dem Schreiben. Nee, eben, deshalb frage ich ja. Okay, dann gehen wir jetzt weiter nach, schon wieder nach Westen, oder was? Ja, ja, das geht die ganze Zeit nach Westen. Ich glaube, wir müssen nachher nur, jetzt. Ich hätte gedacht, es ging noch mal nach Westen. Wahnsinn, wie man innerhalb von 5 Minuten alles vergessen kann. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir nicht nach Osten, also zur Stony Passage, sondern wir gehen nach U für Ander wahrscheinlich. Obwohl, ich hätte mit D eigentlich mit Down erwartet. Egal. Nee, warte mal. Irgendwas ist gekommen. Ascending ist ja ab. Deshalb U ist, steht für ab. Genau, genau. Or try ascending a narrow passage. Also gehen wir jetzt nicht nach Süden. Süden wie vorher. Ja. Sondern nach oben. Also, ja. Okay. Narrow passage. At first the ground is ascending slightly, but soon it gets steeper. And finally you are standing in front of the ledge, of a ledge, leaning up further into the cave. This is the only way to proceed, since the passage is too narrow to turn back. Mhm. Oh, das Spiel nervt. Also. So, bis jetzt müssten wir da ja nicht mal umschauen oder irgendwas mitnehmen. Ja. Ist tatsächlich oder eigentlich nur ein Labyrinth bisher. Oder wir sollten das tun, aber haben es, also noch, also vielleicht müssen wir wirklich jeden Raum untersuchen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil wir müssen ja irgendwie dann immer drück und dann mehrere Tasten. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Naja, okay. Gucken wir mal. Also ich gehe weiter nach U, ne? Ich gehe weiter nach U. So sagt es der erfahrene Text-Avenger-Spieler. Also, ja, also wir klettern weiter hoch, oder? Einfach, das genau. Ist, was hier passiert, ja. Genau. Okay. Narrow passage, bleibt beim gleichen Namen. You crawl up the ledge, deeper into the cave, and the passage gets even narrower. The air is getting hotter and hotter, and your shoulders are scraping against the stone as you push your body further up the tunnel. Somewhere in front of you, there must be a light. Woher kommt diese Annahme? Ja, das ist krass, ne? There must be, also gut, wenn es hell wird, dann muss da irgendwo Licht sein, wa? Davon steht aber nichts. Es steht nur was von heiß. Das stimmt.
Na gut. Gut. Aber er ist sehr überzeugt. Also klettern wir mal weiter und pressen uns weiter durch den heißen Gang. Er oder sie, ne? Man weiß ja nicht, was man hier spielt. Oder wir wissen es nicht. Warte mal. Schau dich. Geht das? Schau dich an. Geht das? Also, du musst. Ah, nee, wir sind immer noch. Ja, eben, das ist. Lern das doch mal, Mensch. Geht das? Ich sehe schon wieder, hier ist irgendwo ein Wort mit Apostroph S. Okay, also, narrow passage. You crawl towards the opening and the narrow passage widens into a room. A stream of hot air is striking your face as you pull yourself close to the hole. You are crouching on a brink. The floor is about a man's height. Das ist das Wort, was bei mir auch kaputt aussieht. The floor is about a man's height below you, so the only way to exit the passage is to jump down. Also was ist das? Schon wieder runterspringen oder was? Also wir sind jetzt da rumgekrabbelt und was ist das hier? Bla bla bla. Loch. You're crouching on the brink. Ist auch so ein Vorsprung, ne? Mhm. Ja, gut. Und es ist eine Mannshöhe unter uns. Ja, der, also. Der Floor, wie sagt man, der Boden. Okay. Und das müssten wir jetzt, also da es der einzige Exit ist, müssen wir jetzt hier laut Text runterspringen. Na dann. Fire platform. You are standing on a tall platform surrounded by a pool of hot lava. The ground is cracked and tricky with deep gaps and fire pits. A narrow rope bridge goes north and you spot a blood red cave to the south. Oh. Also wir können entweder nach Norden oder nach Süden. Okay, warte, das müssen wir jetzt gleich mal besprechen. Aber erstmal muss ich hier nochmal gucken. Ein Pool von Lava, das ist ja cool. Und du hast den roten Stift zu Hause vergessen, wa? Nee, aber ich habe ein paar Blubberbläschen gemalt mit ein bisschen Feuer. So. Okay, also, lass mal ganz taktisch überlegen. Das blutige rote Cape ist offensichtlich von Rotkäppchen. Rotkäppchen. Cave, nicht Cape. Ach, Cave! Mhm. Ach, ich dachte, da liegt irgendwie so ein Cape, was da jemand verloren hat. Okay, das ist eine blutrote. Also jetzt ist es eine blutrote Höhle, während vorhin eine schneeweiße Höhle war, ganz am Anfang. Sie erinnern sich? Ja, ich frage mich halt nur, ob hier das im wortwörtlich zu nehmen ist. Ob das wirklich Blut ist. Weißt du, da war vorhin irgendwo in dem Text was von einem Monster. Vielleicht hat das da ganz viel Blut rumgespritzt. Deswegen frage ich. Ich würde dennoch in die Höhle gehen wollen und nicht über die Hängebrücke. Ach. Also, wie sagt man auf Deutsch? Nicht ja, doch, ich glaube, Deutsch. Ja. Bridge ist eine Hängebrücke, ne? Also so Seilbrücke. Ja, Seil, ja. Ja. Okay, gut, dann was? Nach Norden, nach Süden, Süden in die Höhle. Genau. Also, oder? Also, du darfst ja auch noch was sagen. Ganz wie du willst. Wenn wir jetzt sterben, bist du schuld. Ach so, gut. Blood Red Cave. The ground is hot, the walls are glowing red, and lava is running through the cracks down the walls. The broken bridge over the lava stream lies south. There is something hidden in the shadows. Warte mal, im Süden. Aha. Na gut. Okay. Aber Moment. Das ist die Brücke, die kaputt ist, ne? Das ist die wir beim ersten Versuch. Ja, deswegen. Im ersten Versuch westlich weitergegangen sind, glaube ich. Deswegen bin ich nicht ganz sicher. Das werden wir gleich untersuchen. Also, drück. Und das ist jetzt die Frage, wie wir das machen. Wie wir jetzt das eigentlich untersuchen. Wir müssen ja eingeben, drück, dann X zum Beispiel und dann Bridge oder was? Wieso X-Bridge? Na, ich will jetzt zum Beispiel die Brücke untersuchen. Ja, das ist jetzt die Frage, ob man drück und dann den ganzen Satz, den man machen will, oder das ganze Wort oder die zwei Worte. Oder ob du das wirklich drück S, drück Ding, drück dit, und die dir dadurch das Wort zusammensetzt. Aber deshalb glaube ich nicht, dass das so komplex ist. Okay. Ich habe, was? Hatte ich Unrecht? Ich habe jetzt eingegeben zum Test drück X. Ja. Mhm. So, dann steht da. Warte mal, es gab doch ganz am Anfang des Spiels eine Zusammenfassung, wie man das spielt. Warte mal. Lass mich mal weiter hochscrollen. Ja. Vorhin noch, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, konnte man noch die Anleitung und die Notizen lesen. Hier. Unter A steht Attack, unter D Down, unter E East, unter I Inventory. Genau, Look für L oder L für Look, so rum. Also okay, also mal von den Himmelsrichtungen abgesehen, können wir Attack
mit A machen. Mhm. L für Look. I für Inventory. X für Examine. Ja. Und Z für Weight. Im Prinzip okay. Die Sachen, die man kennt. Es ist so, dass das wirklich die einzigen Befehle sind, die man eingeben kann. Denn wenn ich zum Beispiel jetzt mal eingebe X, dann steht hier, dass dort ein Skelett an der Wand angekettet ist und das wohl ein anderer namenloser Abenteurer ist, der es nicht geschafft hat, das Monster zu töten. Also man muss wirklich nur X drücken und dann untersucht er schon die Sachen, die wichtig sind. Okay. Und gute Neuigkeiten. Ich habe mal ins Inventar geguckt, also drück I, und da steht, dass wir ein Schwert und eine Fackel haben. Das ist doch schön. Das stimmt. Du hast jetzt aber gar nicht das Original Englisch vorgelesen. Nö, naja, aber das egal. Interessiert ja auch keinen. Das stimmt allerdings. So. Ich gebe mir so viel Mühe hier. Okay. Okay, sind wir der Meinung, dass wir dem Monster eher gewappnet sind als der vor uns, oder? Ja, weil wir ein Schwert haben. Ach so, okay. Gut, das liegt von dem Toten da nicht, ne? Sonst hättest du es ja vorgelesen. Und wir können jetzt halt wieder zurückgehen oder wir können nach Osten gehen. Ja, stimmt. Wir sind vorher S, Süden, also ist N für zurück und E ist weiter. Okay, dann machen wir E, oder? Also East. Okay. Was witzig ist, weil es reimt sich auf Beast. Oh, das kommt die dritte Brücke jetzt. This third bridge. You are standing on a narrow bridge. Below is a raging water stream. The blood red cave is west and you spot a heaven blue cave to the east. Das ist ja was, Mensch. Weiter nach Osten, oder? Oder willst du hier, warte mal. Drück X, jetzt wollen wir das wissen. A raging water stream is winding its way through the cave below. Okay. Wenn man es mal macht nicht, dann bringt es auch gleich nichts. Drück E, richtig? Heaven Blue Cave. The walls and the ground are smooth and featureless. They are glowing deep blue, flickering in a strange rhythm. A strong wind is blowing from east. You can go east to a platform or west back to the third bridge. Or take a curly passage to the south. Blue Cave. Was haben die denn mit ihren Farben hier? So. You can go east to a platform. Ich glaube, wir sind das letzte Mal immer auf Plattformen gelandet, wenn wir zurückgekommen sind, zwangsläufig. Also es gab nur eine Plattform bisher. Ich würde nämlich sagen, wir gehen die Passage to the south. Denn okay. Bisher sind wir irgendwie immer durch Passagen gelaufen, wenn es weiterging. Okay. Und von Plattformen mussten wir immer zurückspringen irgendwie. Kannst du dich erinnern? Curly, naja, ja. Curly. Ich kann mich natürlich auch irren. Ja, mein Papier ist langsam zu Ende hier. Es ist wieder so. Ich habe eigentlich gedacht, dass es hier drei Räume gibt und dann ist gut. Es zieht sich, ne? Du musst halt auch einfach schneller zeichnen. Nee, mach doch mal. Also, ja. Ach so, darf ich weitergehen? Ja. Okay, dann gehe ich south. Curly Passage. You stumble forward almost blind. The curly passage winds its way up. Down, left, right, in narrow curves, and you soon lose your orientation. Scheiße. Mhm. The tunnel is old, older than mankind, and you feel the presence of something odd. Something forgotten, something which sleeps here for ages. Okay, vielleicht doch gut. No one should ever have woken it. You continue your way through the tunnel until you spot a hole in the west. At least you believe this must be west. Okay, einziges Exit, west. Drück W. Simon, mach dich zum Sterben bereit. Inner Sanctum. Finally, you enter a huge dome, the Forgotten Temple. He is waiting for you, his fangs and claws ready to kill the enemy. He is huge, bigger than ever, every animal that lived ever in the ancient world. He is evil. He is ravenous. He will never forgive. The giant bug is waiting in the center of the dome. He snarls. His six claws are pending menacingly above you. Ich weiß nicht, warum ich he immer so betone, aber es macht mir Spaß. Weil das groß geschrieben ist? Stimmt, aber dann hätte ich auch giant bug so betonen müssen, wie ich es tone. Tue. Genau, das ist nämlich auch groß geschrieben. Also. Exits none. Scheiße. Jetzt muss man A drücken, ganz viel. Drück A. Okay. Es
Ich war noch. Könnten auch mit dem reden. Ja, wollte gerade sagen, aber S für Speak ist ja. Nicht? Okay, also ich habe jetzt A gedrückt und da kommt jetzt eine Fehlermeldung. Exception Error 6571, System halted, restarting. Und jetzt? Im Spiel oder ja, im Text Adventure? Ja. Ne, im Spiel schon. Also du drückst die A-Taste, es ertönt ein lauter Piepton und der Fernschreiber gibt folgende Meldung aus. Exception Error, ein leises Summen ertönt und ein paar Sekunden vergehen und der Fernschreiber schreibt MK2 Program Start und dann startet Hand wieder. Okay, und darunter steht ein Text vom Spiel. Also, das ist seltsam. Du erinnerst dich an das Logbuch. Roddenberry ist zwar ein Spinner, aber dumm ist er nicht. Wenn das Programm gestern noch fehlerfrei funktioniert hat, dann ist möglicherweise ein Fehler im System. Das könnte die ganze Berechnung verfälschen. So, und jetzt fängt das außerhalb von dem Text-Adventure im Text-Adventure wieder an. Und ich muss echt zugeben, daran erinnere ich mich nicht. Es gab irgendwie drei Räume, kann das sein? Ach du Scheiße, jetzt geht. Oh nee, jetzt. Lass uns mal reingehen, glaube ich, nicht? Im Computerraum, genau. Och, oh je, oh je. Also es gab nicht so viele Räume. Es gab im Grunde genommen, ich glaube. Computerraum. Ich habe hier was für dich. Das können wir auch mal nachher verlinken. Und zwar habe ich mal gegoogelt nach diesem MK2 und ein Bild gefunden. Das schafft uns vielleicht auch Übersicht. Darauf sieht man. Hinten an der Wand steht ein Riesenrechner, das ist halt der MK2 und vor dem Rechner steht ein Tisch und auf dem Tisch steht eine Schreibmaschine und noch auf dem Tisch so eingelassen ist da noch so ein Pult irgendwie. Genau, kann man sich mal angucken, um mehr Übersicht zu haben, denn bisher konnten wir uns das vielleicht nicht exakt vorstellen, wie da die Schreibmaschine und die Konsole und der Rechner angeordnet ist. Weißt du, was an diesem Computer fehlt? Ein großer Tisch mit einer Kaffeemaschine und einer Couch daneben. So groß muss man sich den Raum mit dem Computer vorstellen, dass das noch reinpasst. Krass, okay. Ja. So. Dann würde ich sagen, also ich bin jetzt mal rein in den Computerraum gegangen. Okay. Das Herz der Anlage, der Harvard Mark II. Also ich speichere jetzt erstmal noch kurz ab. Ah, okay. Mach ich auch. So. Einfach nur Sicherheit. Alle Wände sind vollgepflastert mit Schaltkreisen, Relais, Steckverbindungen und Elektronikkram. Auf Augenhöhe ist der Eingabeschlitz für die Lochkarten angebracht. Du kannst von hier wieder in die Schaltzentrale zurückgehen. In dem Eingabeschlitz befindet sich eine zerknitterte Lochkarte. Das Spiel, ne? Das wir gerade spielen. Genau. Dann würde ich sagen, schau dich um, in der Hoffnung, dass wir vielleicht sowas Typisches wie einen Bug finden, oder? Ich weiß nicht, was das Spiel jetzt von uns erwartet. Ach so. Du meinst, wir müssen jetzt. Den coolen Bug finden von damals. Ja, so hätte ich mir das jetzt irgendwie gedacht. Chris Hopper. Ich guck mal kurz, wo die den damals gefunden hatten. Aber wenn man schau dich um drückt, dann kommt tatsächlich, wie zu erwarten, der ganze Computerraum, die ganze Computerraumbeschreibung nochmal. Alle Wände sind vollgepflastert mit Schaltkreisen in Augenhöhe. Ich gehe mal kurz nochmal raus zweimal. Schaltzentrale, nochmal raus, Eingangshalle. Nee, wird nicht sein. Ich gehe wieder rein. Schaltkreise hast du schon gemacht? Nee, die Details habe ich noch gar nicht gemacht. Hier, pass auf. Hier, ich habe gerade, genau. Untersuche Schaltkreise. Na ja, gerade. Du durchsuchst viel überhaupt alle Komponenten und findest tatsächlich eine Motte, die ein Relais blockiert. Du nimmst sie heraus und klebst sie mit einem Klebestreifen auf einen Zettel. Oh, und jetzt müssen. Okay, können wir den Zettel nehmen? Nimm Zettel, mal sehen. Ich glaube, das ist ja so ein bekanntes Bild, ne? Ah, du hast die Motte schon bei dir. Genau. Ist das nicht so ein bekanntes Bild? Meine ich gerade. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Naja, klar, und zwar, es gibt einen ganz tollen Podcast, das ist Systemfehler und der hat diese Geschichte auch mal aufgearbeitet. Stimmt, und da hat er, glaube ich, auch ein Bild. Und bei Wikipedia gibt es auch ein Foto von dem Original-Logbuch mit der Motte drin. Genau, kann man sich alles mal angucken. Du hast einen Briefumschlag, er enthält einen Brief und eine kleine Lotte und eine Motte bei dir. Okay, wir haben die Motte jetzt direkt bei mir, bei uns. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus zum Logbuch und dann kleben wir die Motte da rein, wie sich das gehört. Genau, also wir gehen einmal raus. In der Schaltzentrale ist nämlich das Logbuch. Und dann leg Motte in Logbuch. Du kannst nichts in das Logbuch legen. Das ist aber historisch nicht korrekt hier. Dann kleb Motte. Klebe
in, auch wenn es technisch gesehen schon irgendwo drin klebt, aber okay, das Wort Kleb gibt's nicht. Klebe vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht ist es aber auch völlig irrelevant. Das Vieh ist jetzt einfach raus und wir können weiterspulen. Ich habe mal den Zettel untersucht und da steht, verflixtes kleines Ding, ein richtiger Bug. Du hast sie auf einen Zettel geklebt und daneben notiert, first actual case of bug being found. Okay. Süß. Ja, wollen wir es einfach ignorieren und weiterzocken? Ja, okay. Oder? Zocken ist eh viel wichtiger. Okay, das heißt, wir spielen jetzt nochmal das Spiel und, okay. Genau. Okay. Cool. Ich muss jetzt, warte mal, wie haben wir das Spiel angefangen? Lies Papierrolle, ne? Ja. Genau, okay. So, mal sehen, wo sind wir denn jetzt hier? Ich muss ganz viel scrollen. Ich schätze, es fängt von ganz vorne an. Ja, bei mir steht Hall of Fame da. Nee, genau. Warte mal. Drück N. Ich muss doch, N eingeben. So. Ja, ja, und dann bist du halt in der anderen. Okay, das heißt, wir gehen jetzt einmal nach Osten. Falsch, Westen. Meine ich ja. Dann gehen wir... Nochmal. Also ich bin First Bridge jetzt, ne? Also nur, dass wir kurz uns synken. Siehst du das ähnlich? Okay, so. Jetzt in die schneeweiße Höhle, nach Westen auch, ne? Mhm. Und dann nochmal nach Westen auf nach eine Westen. Plattform. Jetzt nach ab. Norden. Genau, nach oben klettern. Dann klettern wir nochmal nach oben. Nochmal nach oben. Dann jetzt nach unten klettern. Down, genau. Also einfach für unsere Zuhörer, es gibt keine anderen Möglichkeiten. Wir waren ja, genau. Also kann man ja nochmal nachhören, einfach so zurückspulen. Da ist der gleiche Weg im Prinzip. So, und jetzt sind wir auf der Und jetzt haben wir uns für die Blood Red Cave im Süden vorhin entschlossen, richtig? Mhm. Und jetzt sitzen wir hier, warte mal, X, nee, warte mal, drück. Ach, Gott, Gott, Gott. Es geht X, nur nach Osten. Genau, hier ist das Skeleton, genau. Genau. Also drück E. Naja, so, jetzt sind wir auf der dritten Brücke. Und jetzt. Und wir sind nach Osten, mal. Richtig? Wir sind nach Osten gegangen hier. Ja, genau, nochmal nach Osten. Da sind wir jetzt in der blauen Höhle. Und jetzt gehen wir nach unten, also nach Süden. Wollte gerade sagen, in die Take. Curly. Okay, jetzt hätte ich mich fast vertippt. Curly Passage. Also in der Heaven Blue Cave gehen wir nach Süden. Ja. Okay. Dann sind wir in einer, wie heißt es, Curly Passage, ist eine geschwungene, ein geschwungener Korridor oder so. Mhm. Und da gehen wir nach Westen, in, das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt. Und sind wieder bei dem doofen... Okay, na, wollen wir jetzt nochmal attacken? Jetzt attacken wir. Drück A, der böse Käfer ist. You duck away under a mighty strike from one of the claws and jump under the belly of the beast. The beast cannot see you and you follow his motions as he moves from side to side. Finally, the beast tries to bruise you under his body, but you rise. Das müsste Race heißen, oder? Naja, egal. Your sword as the beast descends. You hear a roar that shakes the ground as the sword enters his belly. Schön umschrieben. Ja. He sinks to the ground. The giant bug is defeated. You won. Juhu. So. Cool. Und jetzt? Also ich meine, offensichtlich ist ja der Fehler jetzt behoben. Ja. Aber es kommt jetzt keine Meldung hier vom Spiel, dass es irgendwie... Das stimmt, aber müssen wir nicht generell... Müssen wir jetzt eingeben, freu dich. Nee, ich überlege gerade, müssen wir nicht irgendein Gerät ablesen, irgendwo so ein, ah nee, das ist ja der Fernschreiber, ja, der schon die ganze Zeit uns anzeigt, was passiert. Lass uns doch mal rausgehen, einfach so, ja. Vielleicht kommt der Typ uns ja entgegen. Ja, nö. Dein Vorgesetzter General Malcolm Ace Granger hat dafür Sorge getragen, dass alles in einem feierlichen Rahmen abläuft. Die Halle war, kennt ja nur jeder. Also, bring zu Ende, was du vor über einem halben Jahr begonnen hast. Okay, also müssen wir nochmal reingehen. So, und es ist ja so, dass wir, unsere eigentliche Aufgabe war ja, die Berechnung zu machen. Und wir hatten, also genau, wir müssen den General anrufen, glaube ich. Wir müssen den General anrufen, wir sollen den anrufen und durchgeben, ob alles cool ist. Und ich glaube, wenn wir den jetzt anrufen, dann müsste ja eigentlich alles stimmen.
nehme ich mal an. Warte mal kurz, ich habe das Logbuch gelesen. Oha. Und? Ja, okay, nee, ich dachte erst, es wäre Fortschritt. Hier steht nur nochmal, dass Rottenberry, dein wissenschaftlicher Mitarbeiter, hat gestern einen Eintrag geschrieben. Er hat Notizen zu einem Programm namens Hand aufgeschrieben, habe Hand auf Herz und Nieren getestet, erfolgreich beendet und keinen Fehler mehr gefunden. Faszinierend, ich bin restlos begeistert. Okay. Ich habe jetzt nochmal gespeichert, nur zur Sicherheit, und dann würde ich sagen, ruf General an. Können wir mal machen. Oh, okay, das sieht gut aus. Du rufst General Malcolm Ace Granger an und gibst ihm das Rechenergebnis durch. Der Prozess ist jetzt nicht mehr zu stoppen und der Countdown läuft. 5, 4, 3, 2, 1, gezündet. Die Rakete nimmt die berechnete Flugbahn ein. Nach einer Viertelstunde schlägt sie wie vorgesehen irgendwo in der Wüste Nevada ein. Stille. Dann Jubel! Juhu! Der General überschüttet dich mit Glückwünschen. Du warst erfolgreich, Grace. Und jetzt? Ich verstehe noch nicht so richtig. Ah, und jetzt muss man Enter drücken, dann ist man nämlich wieder in dem Museum. Genau, 20 Jahre später. Smithsonian Museum, Genre, Abteilung Geschichte. Du befindest dich im Smithsonian Museumskomplex, Entschuldigung, mitten im Herzen von Washington. An einem heißen Sommertag. Deine Frau hat dich mitgeschleppt, aber ich glaube, das kennen wir alles schon, ne? Also, weil wir jetzt nicht so, aber die Zuhörer kennen das ja von der letzten Folge. Von letzter Folge, ja. Okay, du siehst mehrere alte Höhlenzeichnungen, genau. Ein weiterer Raum liegt im Osten. Deine Frau steht vor dem Höhlenbär und betrachtet ihn mit Ausdauer und Neugier. Okay, So, und jetzt müssen wir die Fliege untersuchen, die dort nämlich rumsummt im nächsten Raum, denn die wird uns auf die Geheimtür hinweisen, eine schlaue Fliege. Und dann gehen wir nochmal nach Osten. Schon Schreibfehler drin übrigens. Habe ich bestimmt beim letzten Mal auch schon gesagt. Ja, hast du, glaube ich. Ja, die schirft. Schirft. Die Fliege schwirrt nicht, sie schirft. So, und gut, vielleicht ist es ja die. Man weiß es nicht. Dann drücken wir auf die Fuge in der Wand und die Tür schwingt auf. Wir gehen durch und... Warte mal, was soll ich eintippen? Du drückst dagegen. Achso, okay, ich muss nur noch nach Osten gehen. Okay, alles klar. So. Und dann war es so, dass hier ist ein Logbuch in einer Glasvitrine. Das können wir mal untersuchen. In dem Logbuch sind Fehler eines Computers namens Howard 2 notiert. Genau. Lies Logbuch. Okay, da steht jetzt einfach nur nochmal genau das, was eben hier Rottenberry eingetragen hatte, ne? Hab das getestet und alles hat funktioniert und faszinierend, er ist begeistert. Und ich meine aber, dass wir in der letzten Folge halt ein Foto. Wir müssen weiter nach Osten gehen. Ach, stimmt. Das ist ja diese Ost-West-Richtung. Genau. Gerichteter Korridor. Genau. Die Klimaanlage hier ist unwirksam, es ist stickig und heiß, in schwachem Licht tanzen Staubartikel. Hier befindet sich ein Bild, gefasst in einem schlichten Holzrahmen. Okay. Schaubild. X-Bild. Ein junger Mann in einem grauen, unscheinbaren Overall mit dazu passender grauer Arbeitshose. Er steht vor einer Schreibmaschine und grinst schelmisch in die Kamera. Ein Schild ist am Rahmen befestigt. Okay. Auf dem Schild steht H.J.G. Rottenberry, Aufnahme von 1945. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einem Geheimprojekt der Regierung der Vereinigten Staaten. Er arbeitet im US-Waffenzentrum in Dahlgreen. Er arbeitete an Computertests und fand durch Zufall heraus, dass eine Schreibmaschine mit geringfügiger Modifikation als Eingabegerät für Computer dienen kann. In Unkenntnis darüber, dass am nächsten Tag der entscheidende Test auf eines Projekts stattfinden sollte, baute er die Hauptkonsole so um, dass er mittels dieser Schreibmaschine ein einfaches Textspiel steuern konnte. Sein Spiel deckte einen Fehler im System auf, der sonst wohl verheerende Folgen gehabt hätte. Jetzt verstehe ich nämlich, warum plötzlich, obwohl wir bloß das Monster im Spiel getötet hatten, die Koordinaten stimmten, die wir gar nicht berechnet hatten. Alles klar, das erklärt das. Das erklärt, ja, und jetzt? Okay, ja, winning. Ah, ne, wir können doch mal. Ja, warte mal. Muss ja noch Grace erwähnt werden, nehme ich an. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Genau, hier gibt es noch einen weiteren Korridor, ein vergessener Korridor. Hier befindet sich ein weiteres Bild, also Schaubild an. Diesmal in einem schlichten Metallrahmen. Das eben war Holz, glaube ich, ne? Ja, Holzrahmen, siehst du? Mhm. Eine Frau in Uniform vor einer Computeranlage, die einen ganzen Raum ausfüllt. Sie hat einen entschlossenen Blick, eine strenge Frisur und ein Barett aufgesetzt. Eine Medaille ist an ihre Brust geheftet, ein Schild am Rahmen ist am Rahmen befestigt. Also, lies
Shield. Ach, du liebe Zeit. Auf dem Bild Schild steht Grace M. Hopper, Aufnahme von 45. Sie war Pionierin auf dem Gebiet der Computerprogrammierung und maßgeblich an der Entwicklung des Harvard Mark II beteiligt. Sie arbeitete 1945 an einem Geheimprojekt, das unter dem Namen Aurelia bekannt war. Eine gravierende Fehlfunktion von des Harvard Mark II wurde aufgedeckt, als Grace M. Hopper das Textspiel von Rottenberry testete und herausfand, dass sich eine Motte in einem der Relais verfangen hatte. Nach ihrer Entfernung arbeitete das System wieder einwandfrei und die Berechnung für den Raketentest konnte erfolgreich durchgeführt werden. Das Militär spendete zum Dank eine enorme Summe als Unterstützung für ihre Forschungsprojekte. Nach der Ära des Mark II war sie auch maßgeblich an der Entwicklung des UNIVAC 1 beteiligt. Sie hat 1952 den ersten Compiler entwickelt und leistete mit der Programmiersprache Flowmatic wesentliche Vorarbeiten für die Programmiersprache COBOL. Sie wurde als Pionierin auf dem Gebiet der Computerprogrammierung weltberühmt. Und ich habe vorhin noch in Wikipedia gelesen, dass sie auch verantwortlich für den Jahr 2000 nicht Bug war. Und zwar, weil sie nur zwei Stellen für die Jahreszahl zur Verfügung gestellt hat, während sie irgendwie COBOL entwickelt hat, weil der Arbeitsspeicher so teuer war damals, um halt Speicher zu sparen. Und sie ist halt einfach nicht davon ausgegangen, dass ihr Code noch, keine Ahnung wie viele Jahre, ja, bis zum Jahr 2000 unverändert weiterverwendet werden würde, war er aber, weil die haben das einfach alles übernommen irgendwie und ja, so kam das dann. Ja, toll. So, und jetzt, was ist jetzt? Jetzt ist das Spiel immer noch nicht zu Ende, also offiziell. Können wir nochmal weitergehen oder was? Ich gehe nochmal nach Osten, keine Ahnung. Ja, wollte gerade sagen. Ja, stimmt, es geht noch weiter. Hier ist die Klimaanlage jetzt unwirksam und stickig heiß. Oh, jetzt ist ein Bild im schweren Goldrahmen. In Goldrahmen, na dann. Also ein Mann in der Blüte seiner Jahre, gekleidet in einer Marineuniform mit zahlreichen Auszeichnungen versehen. Er steht vor einem U-Boot, das sich im Trockendock befindet. Ein Schild ist am Rahmen befestigt. Okay. Lies. Schild, meine Fresse. So. Auf dem Bild steht General Malcolm Granger, aufgenommen 45. Er war auf der USS Toothbrush. Gibt die wirklich? Zweifle ich, oder? Also klingt ein bisschen ich zu witzig. Mal. Stationiert, ja. Dem ersten U-Boot der Washington-Klasse, das Raketen abschießen konnte. Er leitete 45 die Mission Aurelia, ein Versuchsprojekt in Zusammenarbeit mit dem US-Marine-Waffenzentrum in Dahlgreen. Eine Computerberechnung des Harvard Mark II sollte die exakte Flugbahn der Testrakete bis zum Aufschlagort in der Wüste Nevadas voraussagen. Der Test konnte wie geplant erfolgreich durchgeführt werden. Der General wurde weltberühmt und leitete 1965 die Landung der amerikanischen Truppen in Vietnam. Na, wenn das mal nichts ist. Als 1969 die ersten Truppen zurückbeordert wurden, quittierte er mit höchster Auszeichnung seinen Dienst in der Armee. Er verbrachte einen ruhigen Lebensabend mit seiner Frau, seinen drei Kindern und zahlreichen Enkelkindern. Ja, so macht man es halt, wenn man so einen Krieg anzettelt und dann führt. Naja, gut. Es gibt halt solche und solche. Man scheint nochmal nach Osten gehen zu können. Was? Nochmal? Achso, übrigens in meinem. Okay, ja. In meinem Interpreter steht oben übrigens drin, wo man hingehen kann. Also sehe ich jetzt erst. Naja. Du hast das Ende des Korridors erreicht. Hier hängt das letzte Bild in diesem Korridor. Dieses Bild hast du noch nie zuvor gesehen. Es zeigt einen einfachen, fensterlosen Raum mit einem grauen Tisch, auf dem sich eine Schreibmaschine befindet. Daneben steht eine Konsole mit einem roten Knopf. Von beiden führen Kabel zu einem Fernschreiber. Für einen Moment scheint es so, als sei das Bild in Bewegung. Du kneifst die Augen zu, aber du hast dich nicht getäuscht. Das Bild zoomt heran und der Ausschnitt mit dem Fernschreiber wird immer größer. Schließlich erkennst du den Text darauf. Hand. Version 1.0b bei H.J.G. Rottenberry. You are standing in front of a cave. Nothing in your hands but a sword and a torch. A warning is written on the wall above you. Do you dare to enter, adventurer? Ende. Wir haben das Spiel geschafft. Da-da-da, wir haben es durchgespielt. Wow. Und die richtig coolen Enden haben wir hier gemacht. Nice. Ja, schön. Das ist ja mal quasi ein Einstieg. Also für uns jetzt, ne? Weil die ersten zwei Folgen der letzten, also die letzten zwei Folgen haben wir ja schon vor unserem längeren Päuschen aufgenommen.
Ja, war doch gut. Sind wir noch mal gut reinkommen. Ich glaube übrigens, die USS-Toothbrush gibt es nicht. Also habe ich jetzt zumindest nichts gefunden. Das ist alles Quatsch. So. Tja, und der General. Tja. Ich möchte hier übrigens auch noch mal erwähnen, die ersten mit die ersten Programmiererinnen, die früher den ENIAC bedient haben, da gibt es nämlich ein Panel, eine kleine Panel-Diskussion, wo die alle da sind. Und das ist super, das muss man sich angucken, können wir auch verlinken. Wollte gerade sagen, dann lass uns das nochmal alles verlinken, auch die Systemfehlerfolge. Ja, das machen wir alles, denn das ist so lustig, die sind halt schon ein bisschen älter, das könnten halt Omis sein und die sitzen einfach da und quatschen halt über so technischen Kram und ganz entspannt, weil die sind halt, ja, das sind halt alles Pioniere der Informationstechnologie. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Das ist total cool, die zu sehen. Ja, ja, das sieht sehr lustig aus. Habe ich dir schon heute geschrieben, ne? Dass ich glaube, dass wir auch irgendwann, wenn wir alt sind, sollte das vorkommen, auch mal so da sitzen werden und sagen, hey, na, wie ist es? Nee, Quatsch. Quatsch. Dann da sitzen werden uns über alte Witcher 3-Quests unterhalten. Oder nicht, weil wir es vergessen haben. Ich wollte gerade sagen, oder wir haben es einfach vergessen und reden einfach gar nicht mehr oder so. Kann auch sein. Schön, schön, schön. Wir chatten dann. Ja, ja, gut. Da würde ich sagen, haben wir es geschafft. Wir haben noch nicht so richtig auf dem Schirm, was wir als nächstes spielen, aber mal gucken. Ja, was? Die natürlich, Liste ist natürlich. So? Natürlich. Wir haben doch aber das sagen wir jetzt nicht. Oder? Wir haben es doch schon in der letzten Ankündigungsfolge angekündigt. Also jetzt nicht direkt in welcher Reihenfolge, aber wir haben doch diese zwei Spiele erwähnt von den zwei Entwicklern, die uns geschrieben haben. Da werden wir ja wohl mal endlich eins anfangen. Im Idealfall beide nacheinander. Genau, das wäre cool. Da müssen wir uns mal drum kümmern. Das wird super. Ja, ansonsten glaube ich, ist hier nichts zu sagen. Guckt euch mal die ganze Geschichte an. Das ist wirklich sehr interessant, wie das ist mit den Frauen und Informationstechnologie und wie es alles dazu kam und dann sich alles geändert hat und sowas. Wir verlinken alles, was wir spannende Geschichte kennen diesbezüglich. Genau, und spielt mehr Textadventure und wenn ihr damit fertig seid, kommt zu uns in die Kommentare und schreibt einen Kommentar. Ja, da freuen wir uns. Finde ich gut. Willkommen zurück und wir hören uns in der nächsten Episode. Ja. Tschüss. Tschüss.